Wir kommen jetzt zu meinem persönlichen Höhepunkt dieser Demonstration. Nein, es ist nicht der Bundestag, sondern es ist die Jugendgruppe Messe Mäh des Roma-Informationszentrums. Messe Mäh bedeutet Ich bin ich. Die Jugendlichen haben sich in den letzten Wochen intensiv mit Rassismus gegen Roma auseinandergesetzt. Sie haben sich mit sich selbst auseinandergesetzt. Und jetzt hören wir ihre erste Rede. Wisst ihr, was Roma sind? Wir sind immer die Täter, aber nie die Opfer. Wir sind nicht alle Schulabbrecher, auch wenn wir in der Schule schlechtere Noten kriegen. Aber es gibt auch Roma, die studieren. Also, nicht alle Roma klauen, auch andere Völker klauen. Habt ihr Angst vor uns? Kennt ihr uns? Wisst ihr, dass Sido ein Zinte ist und die Menschen ihn nicht hassen? Shakira zum Beispiel gibt den Leuten nur ein Bild von Roma. Sie will uns alle schlecht machen. Sie denken, es gibt nur eine Art von Roma. Und wenn sie YouTubes Videos wie Gypsy sehen, da sagt sie zum Beispiel, dass sie einen Mann verführt und ihnen die Klamotten klaut. Da denken sie, alle Roma machen das. Auch wenn man nur das Wort Zigeuner eingibt, findet man viele negative Videos und Bilder. Habt ihr Angst vor uns? Es gibt Rassismus gegen Roma im Internet, in der Bildzeitung, im Radio, im Fernsehen, in der Schule. Einfach überall. Roma sind doch nicht frei. Aber wenn Roma das sehen, dann würden die Engländer bestimmt denken, ach, die Roma sind doch schon frei. Warum habt ihr so viele Vorurteile? Alle leben doch Freiheit. Jeder will doch frei sein. Wir arbeiten und haben Stress, so wie alle anderen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Was haben wir euch getan? Wozu der ganze Scheiß? Ihr nehmt uns unsere Häuser, ihr nehmt uns unsere Bilder und sagt, ach, die Zigeuner sind nutzlos und haben keine Bildung. Mein Kind, du spielst nicht mit ihm. Wieso spielen wir dieses Spiel nicht andersrum? Mich interessiert, wie ihr spielen würdet. Es gibt so viele Roma-Kinder, die keine Zukunft haben, nur wegen Abschiebung und Diskriminierung. Bitte hört auf. Wir sind stolz, egal was ihr denkt. Ja!